Die Fahne von Hafenarbeiter Francisco hat schon viel erlebt. Narben von Jahren des Widerstandes. Bei jedem Streik der Hafengewerkschaft von Valparaíso war sie dabei. Und jetzt erst recht. Für den 42-Jährigen ist die Zeit der Wende gekommen. Es tut mir leid, aber dieser Präsident Piñera, der muss weg. Es wird schwierig, aber wir schaffen das schon. Vor allem bin ich hier für meine Kinder. Sie sind noch klein und ich möchte, dass sie eine Chance auf eine bessere Zukunft haben. Sie sollen studieren können und eine gute Arbeit finden, damit sie ein gutes Leben führen können. An Präsident Sebastián Piñera entlädt sich die ganze Wut. Seine konsequent wirtschaftsliberale Politik sorgt zwar für Wachstum, lässt aber viele Chilenen zurück. Vor allem die weitreichenden Privatisierungen machen den Alltag unbezahlbar. Gerade für Familien aus der Mittelschicht, wie der von Erich und Patricia und ihrem Sohn Santiago. Raus, 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 Piñera! Wir besuchen die drei in ihrem kleinen Haus oberhalb der Stadt. Valparaíso zieht sich über die steilen Hügel, die den großen, natürlichen Hafen umgeben. Die Stadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist ein Touristenmagnet. Doch der Schein trügt. Die Lebensumstände sind nicht einfach. Immer wieder gibt es Unruhen. Und obwohl sie als Architekten arbeiten, kommen auch Erich und Patricia kaum über die Runden. Ein Fünftel unseres Gehalts geht drauf für die private Krankenversicherung. Aber wenn man dann wirklich krank wird, kostet die Behandlung extra. Unser Sohn wurde krank und wir mussten insgesamt ein halbes Monatsgehalt aufbringen, damit er gesund wurde. Gesundheit ist in Chile kein Recht, sondern ein Privileg. Ein Privileg ist auch, sich Kinder leisten zu können. Santiago ist 4 Jahre alt und wird wohl ein Einzelkind bleiben. Auch wenn Patricia und Erich gerne mehr Kinder gehabt hätten. Wir haben nur ein Kind, damit wir ihm das Beste geben können. Eine gute Schule, die wir bezahlen müssen. Eine gute Krankenversicherung, die wir bezahlen müssen. Mit einem Kind geht das. Mit 2 oder 3 wäre das kaum möglich. Es ist das Gefühl, die fundamentalen Entscheidungen des persönlichen Lebens nicht selbst treffen zu können. Das eigene Schicksal nicht selbst bestimmen zu dürfen, das viele Chilenen so wütend macht. Erich verarbeitet seine Gefühle in den Bildern, die er malt. Sie zeigen diese Explosion. Die Farben sind teilweise durchsichtig, teilweise nicht. Man weiß nicht genau, was sich dahinter abspielt. Das Rot steht für die Schüsse, die fallen. Wir haben ja bereits Tote zu beklagen. Ich empfinde Wut und Beklemmung. Ich bin sauer. Und dieses Gefühl muss endlich raus. Jetzt erleben wir eine Revolte und das sehen wir auf den Straßen. Farben der Rebellion. Auch auf den Straßen der Hauptstadt Santiago, 1,5 Stunden entfernt, wird die Wut jeden Tag sichtbarer. Die Gesichter der Toten. Mindestens 20 Demonstranten starben bislang. Die Polizei tötet, lesen wir überall. Doch die Gewalt kommt von beiden Seiten. Zerstörte Geschäfte und Haltestellen. Misstrauen und Angst liegen in der Luft und auf dem Boden die Munition der letzten Schlachten. Bis zum Abend müssen alle Wurfgeschosse weggeräumt sein, doch meist werden sie nicht fertig, bevor es wieder losgeht. Auch in Valparaíso gibt es Ausschreitungen, aber die Mehrheit protestiert friedlich. In einer Kneipe beim Hafen singen sie die Hymne der Stadt. Aber nicht lange, bis es wieder heißt: Weg mit Piñera, der Schlachtruf dieser Tage. Und wir brauchen Reformen, wir wollen eine neue Verfassung. Am Tresen treffen wir Francisco, den Hafenarbeiter von der Demo, wieder. Seine Fahne hat er zu Hause gelassen, dafür seinen Kollegen Martin mitgebracht. Wir brauchen ganz neue Politiker, solche, die aus unserer Schicht kommen. Nur die wissen, wie es uns geht. Wir haben eine Riesenwut. Alles wird immer teurer. Andauernd musst du Schulden machen, nur um deinen Alltag zu finanzieren. Wie soll man als Familie seine Kinder ernähren, wenn 2 Gehälter nicht reichen? Eine Falle, in der viele Chilenen stecken. Weil fast alles privatisiert ist, sind Sozialleistungen und Güter teuer, Renten und Löhne aber niedrig. Weiter oben in Valparaíso suchen sie einen Ausweg. Ein Cabildo, eine Nachbarschaftsversammlung. Die fast vergessene Tradition Südamerikas lebt wieder auf. Demokratie und Veränderungen beginnen vor der eigenen Haustür.
Wir alle wollen ein besseres Chile bauen. Und das beginnt mit dieser Mikropolitik unter uns Nachbarn. So beginnt der Prozess, eine neue Verfassung zu finden. Dabei geht es nicht um irgendein großes Dokument, das Vertreter für uns schreiben, sondern es muss aus unserer Mitte kommen. Auch Patricia und Erich sind dabei. Solidarität sei jetzt gefragt. Wir haben nur noch individuell für uns gelebt, nicht mehr gesehen, was nebenan passiert. Das ist es, was dieses neoliberale System mit dir macht. Das müssen wir ändern. Doch die Eckpfeiler dieser Wirtschaftspolitik sind in Chiles Verfassung festgeschrieben. Eine schnelle Kehrtwende wird es nicht geben, ein Ende des Widerstandes daher wohl auch nicht. Unten im Hafen ist ein Frachter aus Ecuador eingelaufen. Die Prosperity, Wohlstand. Tatsächlich brummt die Wirtschaft in Chile. Das Problem ist nur, zu wenige Chilenen sitzen mit im Boot.